Weiter geht unser Roadtrip entlang der dänischen Westküste. Wir haben Emmerlev Klev verlassen und fahren jetzt Richtung Rømø. Hier noch kurz die ganze Strecke, die wir heute zurücklegen werden. Über den Rømø-Damm geht es rauf zur Insel. Die Landschaft war schon sehr beeindruckend und hat uns wirklich überrascht, wie vielseitig die Natur sich hier dem Betrachter darstellt. Vorbei an Lakolk, wo wir nicht angehalten haben, weil es uns doch einfach zu voll war, ging es dann in großer Erwartung in Richtung Lakolk Strand. Wie so vielen von uns stellte sich hier die Frage, fahren wir auf den Sand oder lassen wir es sein? Nachdem ich Alfred die weise Ansage gemacht habe, fahr da, wo es dunkel ist und nicht da, wo es hell ist, was er natürlich wusste, aber hauptsächlich konnte man Senf dazugeben, sind wir dann auf die Insel, auf den Strand gefahren und waren wirklich riesig beeindruckt von der Größe und der Fläche und vor allem von der Anzahl der vielen Wohnmobile. Was haben wir denn da? Ein einsamer Käfer, der sich zwischen die Wohnmobile gereiht hat. Auch er hat seinen Platz gefunden, um den Tag hier am Strand zu genießen. Wir hätten nie gedacht, dass der Sand wirklich so hart ist. Auch in dem späteren Verlauf unserer Reise haben wir immer wieder feststellen müssen, dass der Sand wirklich auch noch mit Fahrrädern, was wir später gemacht haben, befahrbar war. Der Strand war wirklich voller Überraschungen, auch wenn es nur eine Hundeleine war. Wir haben eine kurze Zeit die Sonne und die Eindrücke genossen, sind aber dann weitergefahren, weil der Wind uns einfach zu viel war. Was wir an der Stelle aber noch nicht wussten, war, dass der Zupfelwind in Anführungszeichen eigentlich nur ein laues Lüftchen war für das, was wir noch erleben werden im weiteren Verlauf unserer Reise. Mit einer großen Portion Glücksgefühl im Gepäck haben wir dann den Strand wieder verlassen und uns weiter auf unsere Reise gemacht. Es ging dann wieder zurück über den Rømø-Damm in Richtung Ribe. Spontan kam uns da die Idee, dass wir uns auch auf dem Weg nach Ribe bilden könnten. Bei Ribe gibt es das Ribe Wikinger Center, das uns wirklich animiert hat, es aufzusuchen. Der Weg dorthin ging durch malerische Dörfer und wunderschönen grünen Gärten und Wiesen. Es war wirklich eine eindrucksvolle Fahrt. Wir sind jetzt gerade am Wikinger Center in Ribe. Wie immer bei unserem Glück, das, was uns interessiert, ist an den Tagen, wo wir dort sind, geschlossen. Außerhalb der Saison ist leider das Museum am Wochenende zu. Und erst in den Sommermonaten dann geöffnet.
Na, Schnucki? Na, kleine Schnucki? Schmeckt's? Schnucki? Schnucki? Kuckuck. Die gehen da alle rein? Obwohl geschlossen ist. Weißt du was? Ich trau mich jetzt auch. Ich tue das jetzt einfach mal. So, ich halte das jetzt fest. Ausfriedensbruch! Ja, so geht das auch. Ja, okay. Guck mal, der Kahn da hinten. Das ist ja total schön. Die stehen da hinten immer noch. Schon toll. Kleine Kirche da. Guck mal. Und dann ging die Zart. Komm, Jung, mach noch mal Kikriki. Du magst die Kamera, ja? Magst du die Kamera? Machst du aber fein. Mietz, Mietz. Komm. Restaurant liegt der Stellplatz, ich stehe auf dem Deich, da vorne haben wir die Schleuse und hier geht es dann ins Wattenmeer. Wenn ihr über den Deich geht, könnt ihr dann hier über die Wiesen, über die Schafsweiden am Kanal entlang vorbei marschieren, um dann hinten bis an die Landzunge ans Wattenmeer, also an die offene See zu kommen. Heute ist Badetag bei Familie Schaf, aber ich glaube, das war nur eine Katzenwäsche, so schnell wie das geht. Ich weiß ja nicht wieso, aber irgendwie laufen die zwei mir die ganze Zeit hinterher, nur weil ich immer so mache. Irgendwie sind die sehr zutraulich, ich weiß nicht, oder die haben Hunger. Bin mir da noch nicht so sicher. Gucken wir mal, ob es böse guckt. Oh, jetzt holst du mich langsam ein, ich glaube, ich gehe mal einen Schritt schneller. So, ich habe es fast geschafft. Ich bin fast vorne auf der Spitze. Hier mündet der Kanal ins offene Meer, in die Nordsee. Das Wasser kommt. Von daher schauen wir mal. Hinten ist
Herzog Esbjerg und auf der Spitze da vorne sehen wir Blavan, wo es morgen hingeht. Das erinnert mich da gerade an etwas. Ich hab Hunger. Ich glaube, ich gehe besser mal zurück. Vielleicht hat Alfred ja schon den Grill angemacht. Nach dem Essen ging es noch zu einem kleinen Abendspaziergang entlang dem Kanal und zur Schleuse. Zum obligatorischen Sonnenuntergangsgucken. Seht ihr? Das wird mit Sicherheit ein schöner Sonnenuntergang. So, noch eine kleine Inspektion des Schleusentors und unser Wohnmobilmeister kann sich beruhigt zur Ruhe legen. Noch ein kurzer Blick in den Sonnenuntergang und mit diesen tollen Eindrücken können wir beruhigt ins Wohnmobil schlafen gehen. Wir sind jetzt in der Kammerslusen losgefahren, netter, schnuckliger Stellplatz. Und mit dem Stellplatz haben wir euch auch ein separates Video gemacht. Also ich finde, das ist ein kleiner Insider-Tipp, weil der gar nicht so bekannt ist und auch fernab der Route liegt. Nein, das bin ich besorgt. Und eigentlich wollten wir uns Rübe angucken, planen wir mit dem Rad darüber zu fahren, aber wir haben keine Lust auf Zeit. Wir fahren heute Richtung Blavan. Es soll auch am Abend Gewitter geben. Und gucken mal, wo wir zwischendurch halten, weil wie gestern mit dem Wikingermuseum, das war ja auch eine coole Sache, die gar nicht geplant war. Der ein oder andere Zwischenstopp wird uns noch bestimmt die ein oder andere Überraschung heute besorgen. Ja, vor uns sehen wir dann Rübe. Echt, es juckt mir in den Fingern oder am Auslöser, da heute mal hinzufahren, aber du musst legen. So, wir haben gerade die Stadtgrenze von Esbjerg passiert. Wie ihr schon seht, sehr viel Industrie, aber immer wieder Radwege am Rand und alles sehr sauber, was ich bis jetzt sehen kann. Die Industrie ist überwiegend der Schifffahrt, also sprich Werften und der Fischerei gewidmet, aber du findest hier halt auch viele andere Unternehmen, die dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Kleinen Abstecher in den Hafen. Die alten Gebäude, ne? Die haben ja echt was. Da sitzen die da einfach so rum. Ich glaube, wir werden uns jetzt da einfallen. Ja. Das ist ein Picknickplatz. 9 Meter sind die Kerlchen groß. Das ist ein großer Parkplatz. Also auch. Guck, da sind sie. Die haben aber einen platten Hintern. Ja, wenn die so lange da rumsitzen. Meinst du, die sind platt gesessen? Ja. Platt gesessener Popo? Mhm. Ja, schauen wir mal. Da sind sie, die weißen Männer. Bei Esbjerg Strand. Also ich wollte eigentlich gar nicht hier hin, aber man muss sie echt gesehen haben. Vor allem finde ich das toll, wenn wir das hier mit den Wildrosen davor noch haben. Ist das eine geile Kulisse. Und dahinter ist es der Strand, der dann in den Hafen übergeht. Echt toll. Da kannst du Raclette drauf machen. Guck, kannst du Raclette drauf machen.
Ah, das ist noch, das ist Fahnö. Hier, da ist noch Fahnö. Das ist gar nicht, wo ist da? Da wollen wir hin, da oben. Küstenstraße von Esbjerg Richtung Blavant. Hier stehen wirklich super nette kleine Häuschen, schöne Wohngegend, und gegenüber hat man dann eher so kleine Wochenendhäuser, die sich da in die Dünen- und Küstenlandschaft einreihen. Überall in Dänemark findet man immer wieder kleine private Verkaufsstände, wo die Privatleute Sachen feilbieten wie Eier, Marmelade, Honig und ja, Sirup oder was sich gerade so anbietet. Da links im Bild konntet ihr so ein Verkaufsbütchen sehen. Einfach eure Kronen in den vorbereiteten Behälter einwerfen und das, was ihr möchtet, mitnehmen. Also ich hätte mich da dumm und dämlich einkaufen können. Okay, unter uns gesagt, wir haben Honig bis Ende nächsten Jahres. So eine Straße, wo ich nicht Nein sagen würde, wenn ich hier wohnen würde. Ein bisschen Steilküste da hinten runter, ist auch schön. Wir haben uns entschlossen, nicht weiter auf der Bundesstraße zu bleiben, sondern die kleinen, zarten, weißen Straßen zu fahren. Okay, mit dem Straßenuntergrund hatten wir nicht gerechnet, aber solange einem keiner entgegenkommt, ist das auch kein Problem. Fahren wir eben etwas langsamer. Wir haben dann auch festgestellt, dass diese kleinen Straßen stärker befahren waren wie die Bundesstraße. Und aufgrund des nicht vorhandenen Regens in den letzten Tagen hat es auch furchtbar gestaubt. Unser Womo hatte dann eine dezente, bräunliche Farbe angenommen. Aber die Landschaft hat uns für den ganzen Staub und der Hopselei auf dieser Schotterpiste total entschädigt. Es sind wunderschöne Eindrücke, die wir auch hier wieder mitnehmen durften. An der Stelle habe ich echt gedacht, wir wären schon in Schweden. So weit wollten wir aber gar nicht fahren. Aber manche Teile in Dänemark lassen einen wirklich glauben, man wäre schon weiter in Skandinavien, in Schweden oder weiter hoch noch. Wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Teil. Jetzt haben wir den Selfie-Stick ausgefahren. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Mikro überhaupt jetzt noch klappt, ne? Schauen wir mal. Und wir haben uns gewundert, wofür die Fernbedienung ist. Da kommst du doch gar nicht dran, sonst bin ich...